In erster Linie sind landwirtschaftliche Flächen betroffen, wie hier in Nienhagen im Kreis Celle. Für Landwirt Henrik Leinemann geht der erste Griff am Morgen zu den Gummistiefeln. Wir merken das in der Landwirtschaft natürlich ganz extrem, dass teilweise die Früchte unserer Arbeit nicht geerntet werden können. Also es sind noch Kartoffeln in der Erde, es werden Möhren noch mit Mühe und Not gerodet oder versucht zu roden. Rüben sind nicht geerntet und ja, das mühsam bestellte Wintergetreide säuft langsam ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist schon ein Jahr der Extrem, sag ich mal. Die Nienhagener kennen Hochwasser. Mirko Horn ist hier aufgewachsen. Sein Natursteinbetrieb mit 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und noch mehr Lagerfläche grenzt direkt an die Fuse. Früher war es ganz oft, dass die Felder überschwemmt waren. Aber wenn man keinen Keller hat, ist man da eigentlich weniger von betroffen. Schlimm ist es, wenn man einen Keller hat, dann kommt das Wasser ab und zu hoch. In meinem Elternhaus früher hatten wir regelmäßig Wasser im Keller. Aber hier ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Die Steine sind so schwer, die schwimmen nicht so schnell weg. Die Fuse im Kreis Celle hat die dritte Meldestufe erreicht. Die höchste Warnstufe. Für die Delme im Kreis Oldenburg, für Lune und Oste nördlich von Bremen, Aller und Leine meldet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz aktuell Hochwasserstufe 2. Was wir jetzt als besonderen Punkt haben, ist das Tauwetter im Herbst. Normalerweise haben wir Tauwetter, also die Schneeschmelze, im Frühjahr, also eher im März, April oder noch ein bisschen später. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, weil wir ja jetzt zwischendurch so eine winterliche Phase hatten. Und das taut und es regnet gleichzeitig stark. Und in Kombination ist das einfach sehr viel Wasser. In Nienhagen gibt es etliche Schöpfwerke, die kontinuierlich laufen, um in Phasen wie diesen das Hochwasser vom Ortskern fernzuhalten. Leider ist die Wartung und Pflege der Schöpfwerke in den letzten Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten, weil ja die Hochwasserszenarien halt auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und gerade in diesem Jahr merken wir wieder mit einem Pumpenausfall, wie bedeutsam das gerade für die Bevölkerung sein kann, wenn dann in verschiedenen Kellern Wasser steht, wo vorher nie Wasser gestanden hat. Und da ist es auch Aufgabe der Politik, gerade auf kommunaler Ebene, Gelder für die Wartung und die Instandsetzung der Schöpfwerke freizumachen, dass die auch ihren Zweck erfüllen können. Die Hochwassergefahr in Niedersachsen soll laut NLWKN mindestens bis Ende der Woche anhalten und sich dann immerhin langsam entspannen.